Und bereits zuvor, am 25. November, wird über eine Änderung des Tierseuchengesetzes abgestimmt. Und über diese Vorlage brüteten heute die Delegierten der SVP. Und es war effektiv ein Brüten, denn die Änderung des Tierseuchengesetzes ist innerhalb der SVP umstritten. Die Fraktion der SVP ist dafür, der Zentralvorstand der SVP dagegen. Die Delegierten der Volkspartei mussten also entscheiden. An ihrem Treffen im Herzen der Schweiz, im urnerischen Seedorf. Andrea Fetsch. Es ging zuerst einmal laut zu und her. Die Seedorfer Treichler sorgten für einen urchigen Einstieg. Hier im Land von Tell wolle man neue Kraft schöpfen für die vielen anstehenden Aufgaben, sagte Präsident Toni Brunner zur Eröffnung. Laut wurde es auch bei der Diskussion über das Tierseuchengesetz, für das sich Nationalratspräsident Hans-Jörg Walter einsetzte. Mit der Prävention könnten rechtzeitig die nötigen Maßnahmen zum Schutz der Tiere und deren Gesundheit getroffen werden, meinte der Landwirt. Walters kämpferischer Appell fand kein Gehör. Eine deutliche Mehrheit der SVP-Delegierten lehnte die Revision ab mit 250 zu 89 Stimmen. Ja, ich habe festgestellt, dass Impfen eine emotionale Sache ist. In diesem Gesetz geht es nicht um das Impfen, das bleibt gleich. Es geht um die Kompetenzregelung zwischen Bund und Kanton. Und da muss man halt im Laufe der Zeit einmal ein Gesetz wieder anpassen. Doch Zensierung ist den SVP-Delegierten ein Dorn im Auge. Die Basis stellt sich damit gegen die Fraktion. Zum Tierseuchengesetz wurde heute also von der SVP die Nein-Parole gefasst. Auch ein Nein, und zwar ein deutliches Nein mit 321 zu 33 Stimmen gab es zum Raumplanungsgesetz, über das am 3. März abgestimmt wird.